Im Herbst 2013 hatte das Theaterstück Bei den wilden Kerle im Thalia Theater Premiere. Besonders aufwendig waren die Kostüme und das Bühnenbild. Bei Axel dem Plastiker werden aus großen Schaumstoffblöcken die Füße und Köpfe nach Vorlage der Bühnenbildlerin Franziska Rast geschnitzt. Danach werden sie mit Fell und Haaren beklebt. Und so sieht ein fertiges Paar Füße aus. Die Körper und Hände von den wilden Kerlen werden in der Kostümwerkstatt gefertigt. Das alles läuft unter der Leitung von Ann-Kathrin Mohr ab. Also wir sind hier in der Kostümabteilung vom Thalia Theater und wir fertigen hier alle Kostüme für die Stücke an, die auf der Bühne laufen. In diesem Fall haben wir so einen porösen Schaumstoff, so einen Filterschaum, den man auch für Aquarien benutzt. Daraus werden die Körper gebaut, weil das einfach dreidimensional sein muss. Das heißt, wir schneiden das zu und bereiten das vor und dann kommen die zugeschnittenen Teile rüber in die Werkstatt. Und in der Werkstatt wird das zusammengenäht und dann bestellen wir uns den Schauspieler zur Anprobe und dann wird das anprobiert. Hier probiert der Schauspieler Daniel Hölzinger zum ersten Mal sein Kostüm für seine Rolle, den Bullen, an. Der Kopf wurde in der Maske fertiggestellt. Dazu werden Haare und Fellteile Stück für Stück auf die Schaumstoffköpfe draufgeklebt. In der Maske werden auch die Augen, Zähne und Hörner gemacht und angemalt. Aber nicht nur die Kostüme sind aufwendig, sondern auch das Bühnenbild. Hallo, ich bin Martin Vogt, ich bin Leiter des Mahlsaals und ich wollte mal ein bisschen darüber erzählen, was wir dann hier im Mahlsaal so für die wilden Kerle machen. Bei den wilden Kerlen, der Junge, der wohnt ja zum Beispiel in einer Wohnung und da haben wir zum einen hier eine Wand, die den Flur darstellen soll. Da sind wir gerade dabei und machen mit Siebdruck eine schöne Tapete, die aber riesengroßes und auch ein übergroßes Muster hat. Und das machen wir mit sogenannten Siebdruck. Haben wir hier gerade einen Wald, der eher sehr farbig ist und wo man richtig schöne große Dschungelblätter und Blüten sieht. Das eine haben wir schon gemalt. Das ist ein richtig realistischer Wald, wo so von hinten das Licht durchflutet. Und wo man so Schattenspiele machen kann dahinter. Die Monster können da so durchlaufen und so. Und der ist so richtig fast wie ein Foto, als ob man so in einen dunklen Wald schaut, wo hinten so das Licht durchfällt. 2 Wochen vor der Premiere wird alles auf der Bühne zum ersten Mal aufgebaut.